Herzlich willkommen zu Alpha Forum. Sie war ein Kinderstar, lebte jahrelang mit Tony Curtis in Hollywood, gewann mit 17 Golden Globe und ist heute eine sehr erfolgreiche Schauspielerin und Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, Christine Kaufmann. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Frau Kaufmann, im Herbst werden Sie dann auch noch Urgroßmutter, dann sind Sie auch noch die Deutschlands schönste Urgroßmutter. Die geschmeidigste Urgroßmutter auf dem Planeten, weil ich noch Spagat machen kann. Das ist aber kein Ehrgeiz gewesen, nur ich freue mich halt sehr. Ja. Wissen Sie denn schon, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Das wollen Sie nicht wissen. Ich will natürlich unbedingt wissen wegen den Geschenken, aber Sie weigern sich. Also das Ehepaar, meine Enkeltochter und ihr Mann, die wollen sich überraschen lassen. Nun denn. Kann man ja auch akzeptieren, gell? Ja, es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Aber Sie persönlich wüssten es gerne? Ja. Ja. Können Sie denn mit solchen Attributen, schönste Frau der Welt, schönste Großmutter Deutschlands und so weiter, heute besser damit umgehen als vielleicht früher? Naja, ich glaube, also für mich ist es, all dies hat noch nie und wird nie etwas mit mir zu tun haben, weil ich glaube, dass die Attribute der Schönheit, das ist ja, man sagt ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und man kann vielleicht sehr schön sein und sich nicht schön fühlen oder sich schön fühlen und vielleicht nicht unbedingt schön aussehen. Aber ich denke, für mich ist es so, dass jeder Mensch mit dem Älterwerden sich von einer gewissen Form der Schönheit verabschieden muss. Und das kann ich sehr gut. Also für mich ist es so, dass ich fühle mich jetzt so viel besser als früher. Ich bin so viel freier und weiser natürlich auf gewisse Weise, dass es mich nicht stört, wenn ich Falten habe oder Ringe unter den Augen oder einfach 5 oder 10 Kilo mehr wiege. Das ist einerlei im Vergleich zum Lebensgefühl. Ich habe mir dann in der Vorbereitung gedacht, also wenn es die schönste Großmutter Deutschlands gibt, müsste es doch eigentlich auch den schönsten Großvater Deutschlands geben. Mir ist keiner eingefallen. Ihnen? Ja, ich bin mit den, also das Einzige, was ich interessant finde für meine Generation der Großmütter, ist zum Beispiel Vivian Westwood hat auch Enkelkinder, die sie bei ihrer Modenschau immer dabei hat. Und für mich ist es so, meine Enkelkinder, also meine großen Enkeltöchter und ich, wir sind auch sehr, sehr nah. Wir haben auch dieses Großmutter-Enkelkind-Verhältnis, das für mich ganz toll ist, weil sie sind politisch sehr nah bei mir. Sie kümmern sich oder sind misstrauisch, was die Politik angeht. Wir können über alles reden, über Drogen, Männer. Ich habe natürlich in einigen Erfahrungen und ich sage, so und so ist es, passt auf oder nicht. Und das ist natürlich interessant, mit so einer Großmutter eine Beziehung zu haben, wo man tatsächlich über alles reden kann. Und die akzeptieren dann auch ihre Ratschläge? Und nein, ich gebe keine Ratschläge. Ich gebe keine Ratschläge, weil ich mache das so versteckt. Ja. Ich sage immer, ja, vielleicht achtet ihr mal auf irgendetwas, wo ich eben sage, bei Drogen habe ich gesagt, ich würde halt nichts nehmen, von dem ich nicht weiß, was es ist. Beim guten Wein weiß ich, wie er schmeckt, ob ich am nächsten Tag Kopfschmerzen kriege. Bei Drogen sehr oft konsumieren Leute von etwas, wie gesagt, ist euer Körper nicht heilig und das hat geholfen. Sie haben mal gesagt, dass Sie eine schlechte Mutter waren, dafür eine sehr, 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 sehr gute Großmutter. Was hat das eine so schwer und das andere so leicht gemacht? Gut, ich denke, ich war 19 bei meinem ersten Kind und ich habe eigentlich überhaupt keine Erfahrung in der Wirklichkeit gehabt. Also für mich war die Wirklichkeit meine frühe Kindheit am Chiemsee. Das war sehr ekstatisch, sehr berauschend. Ich habe mich sehr frei gefühlt. Barfuß durch warme Sommerpfützen laufen, ein Bruder an meiner Seite, ein Vater, der mich sehr geliebt hat, eine sehr mysteriöse, schöne Mutter. Ich habe so eine, auf gewisse Weise habe ich die Wirklichkeit sehr unwirklich erlebt, also sehr prachtvoll. Und als ich angefangen habe zu arbeiten im Film und im Theater und der Ruhm, das kam mir vor wie eine kleine, schäbige Fassung dessen, was ich als Kindheit erlebt habe. Deswegen war ich nie so anfällig für Scheinweltfieber, das, was ich bezeichne. Also ich habe immer verstanden, neben diesem
Nachstellen der Wirklichkeit, gibt es eine Wirklichkeit, die man nicht einfangen kann und die man nicht zurückspulen kann. Ja, und das war dann, dass Sie daraus resultierend keine gute Mutter, wie Sie sagen? Ich komme gleich drauf. Ja. Ich habe aber nie gelernt, wie man Betten macht. Mhm. Ich konnte kochen. Ich wusste nicht, wie man mit Geld umzugehen hat. Ich wusste nicht, dass wenn man mir die Kinder wegnimmt, dass ich ein Recht hätte, sie zu behalten. Und deswegen habe ich gewisse Sachen zugelassen, die ich heutzutage nicht mehr zulassen würde. Aber man muss halt auch Fehler machen, um daraus zu lernen. Wenn Sie sagen, Sie waren jetzt eben nicht diese gute Mutter, konnten Sie denn dann ein Vorbild für Ihre eigenen Töchter sein? Wie erleben Sie Ihre Töchter als Mütter? Also meine ältere Tochter ist die beste Mutter der Welt. Das sagen alle ihre Kinder. Sie hat ja 3. Ich glaube, dass es gibt ja so verschiedene. Also wenn ich sage, eine schlechte Mutter, ich war halt eine Hippie-Mutter. Ich habe gedacht, Liebe reicht. In der Zwischenzeit weiß ich, dass der Alltag auch zu erledigen ist und dass das Vorbild im Alltag, wie es viele Mütter sind, natürlich viel wesentlicher ist, als ob man... Ja, also ich habe nur versucht, meinen Kindern beizubringen, wie man mit einer berühmten Mutter umgeht, dass man zu Hause immer die Hausfrau ist, die den Boden putzt, die aus dem, wissen Sie, in der Küche den Schmutz entfernen kann, die Rohre putzt. Das fand ich ganz wichtig, ihnen zu zeigen, dass parallel zu dieser Scheinwelt das echte Leben immer noch seine Tribute fordert. Und wann haben Sie das dann gelernt? Ich kann sagen, das Leben, Learning by Doing, wie man heutzutage sagt. Ich habe einfach mir Sachen beigebracht, die sehr wichtig waren. Spätestens mit der Geburt des ersten Enkelkinds und so weiter, wird einem doch eigentlich die eigene Endlichkeit irgendwie auch bewusst. Gibt es Momente in Ihrem Leben, wo Sie möglicherweise Ihrer eigenen Kindheit, Ihrer eigenen Jugend ein bisschen hinterherhängen, ein bisschen wehmütig zurückblicken? Nein, ich finde, es lohnt sich gar nicht. Also ich finde, wehmütig zurückblicken verstehe ich überhaupt nicht. Allerdings, was oft, also es geht also non je regrette rien, das ist bei mir nicht so. Also es gibt viele Dinge, wo ich denke, okay, das war eine falsche Wahl mit Konsequenzen. Und die Chance ist immer, dass man aus diesen Konsequenzen lernt. Aber für mich ist alles, was vergangen ist, irrelevant. Es sind nur die Erfahrungen und die Umsetzung der Erfahrungen sind wichtig und dass man daraus etwas gelernt hat. Und da habe ich eine ganze Menge gelernt, weil ich eine ganze Menge Fehler gemacht habe. Sie haben vorhin gerade kurz angesprochen, wie Sie aufgewachsen sind. Das klingt nach einer bis dahin einer sehr, sehr glücklichen Kindheit. Sie waren im Kinderheim. Können Sie noch mal kurz erzählen? Da war ich so klein. Ich habe das auch sehr viel später erfahren. Aber es scheint Sie ja sehr geprägt zu haben. Ich denke, mein Vater hat mich ja... Also ich bin als Säugling weggegeben worden, weil es war Krieg und meine Mutter wusste nicht... Also meine Großmutter und meine Mutter haben eben versucht zu überleben. Es gab meinen älteren Bruder und man hat mich in ein Kinderheim gegeben in Graz, wo ich kürzlich war. Es war sehr interessant. Und mein Vater hat gesagt, als er mich geholt hat, haben die Schwestern gesagt, wir würden dieses Kind am liebsten gar nicht zurückgeben, weil sie weint nie. Und ich habe mir gedacht, dieses Nicht-Weinen, dieses Haltung bewahren als kleiner Säugling, das muss natürlich unglaubliche Narben und Wunden in mir ausgelöst haben. Und ich denke, dass dieses Nicht-Weinen als Kind, dieses mit geradem Rücken überleben, vielleicht die Basis war des Rosenrieselis und dieser Arbeit, der Fähigkeit zu berühren. Keine Begabung ist ohne Wunde. Ich glaube, jeder Mensch, der irgendeine Begabung hat, hat auch die entsprechenden Wunden dazu. Sie haben es gerade angesprochen, Rosenriesli, Sie waren 9 Jahre alt, als Sie da auch schon angefangen haben, Ihre Familie zu unterstützen finanziell. War Ihnen denn als Kind das schon so bewusst? Nein. Überhaupt nicht. Nein, es war... Das hat sehr, sehr lange gedauert. Also es hat für mich sicherlich, also es ist eine von den Folgen, die seltsam sind. Wenn ich arbeite, habe ich immer das Gefühl, das Geld müsste jetzt für andere Leute sein. Mhm. Und ich habe ja viel später Teleshopping gemacht, wo ich über meine Kosmetik viel Geld verdient habe. Das ganze Geld ist gegangen an andere Leute, an Diebe zum einen, aber auch um das Studium meiner Enkel zu zahlen und so weiter. Also es wurde investiert und deswegen, ob das Geld da ist oder nicht da ist, ich finde Geld toll, es ist wichtig für Freiheit, aber Glück kann man mit Geld nicht kaufen. Freiheit vielleicht ermöglichen, wenn man geistig so weit ist, ja. Das heißt aber, die Familie hätte es in Übel genommen, wenn sie damals gesagt hätten, ich habe keine Lust auf diese
Filmerei und ich möchte das nicht mehr. Nein. Und da wären Sie doch dann wieder in relativ armen und bescheidenen Verhältnissen. Nein, mein Vater hatte dann auch Geld verdient. Mhm. Es war ja nach dem Krieg, waren eigentlich alle anständigen Leute arm. Insofern waren wir nur Teil einer Gruppe, ja. Komme ja aus einer bürgerlichen Familie. Meine Großmutter hat Eierkuchen ohne Eier gemacht und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir arm waren. Wir hatten bloß kein Geld. Und ich glaube, es ist ein erheblicher Unterschied. Also wirkliche Qualität, Lebensqualität kann nicht von Geld abhängig sein. Und da habe ich später in Hollywood erlebt, wie armselig Leute sein können, die Überfluss haben, aber nichts Essentielles. Ihre Berühmtheit hat Sie aber dann letztendlich doch aus dieser Normalität, aus diesem Bürgerlichen hinaus katapultiert. Sie konnten nicht in die Schule gehen, bekamen Privatunterricht. Ich bin sehr froh, nicht in die Schule gehen musste. Ich habe aber schon ein paar Jahre Schule. Ich habe also Lesen und Schreiben. Mein Enkel sagt immer, Omi, was hast du gemacht, dass du nicht in die Schule gehen musst? Er möchte unbedingt anfangen zu arbeiten. Ja, genau. Nein, aber die Frage ist dann schon, Sie hatten ja überhaupt gar keine Möglichkeiten, sich mit Gleichaltrigen zu messen, mit denen zu vergleichen, waren ständig nur mit Erwachsenen zugange. Ja. Das ist doch der direkteste Weg in die Einsamkeit, oder? Ich war isoliert, auf jeden Fall. Also ich habe viel später mit 16 oder 17 Schweißausbrüche bekommen, wenn ich mit Leuten zusammen war, die in meinem Alter waren. Mir kamen die so seltsam vor. Ich habe die überhaupt nicht verstanden. Ich habe niemals unbelastete Vergnügungssucht habe ich eigentlich nur viel, viel später kennengelernt, indem ich tanzen gegangen bin. Also ich habe einfach ganze Nächte durchgetanzt, aber in meiner Kindheit war ich sehr pflichtbewusst, habe aber meinen Lebensrausch und meine Pubertät eben, indem ich, das tue ich immer noch, wahnsinnig genau die Natur beobachte. Also für mich ist es so, ich bin jemand, der stundenlang in den Himmel schauen kann oder auch sehen kann, wie sich Blätter bewegen im Wind oder so. Das ist für mich sehr, sehr nah. Und deswegen ist auch, wir haben vorhin über Todesangst, über Älterwerden gesprochen. Ich habe das Gefühl, man kommt wieder zurück in die Natur. Ich bin ganz, ganz sicher. Ich glaube, dass es eine Seele gibt und dass der Körper einfach etwas ist, das wir für eine Weile haben, mit dem wir umgehen lernen müssen oder können. Aber dass die Seele das Wesentliche ist und nicht der Körper. Das klingt jetzt in der Nachschau natürlich alles sehr viel, sehr reflektiert, aber damals als Kind. Ich habe das immer schon so gesehen. Haben Sie immer schon so gesehen? Ja. Trotzdem kommt aber in diesen Interviews oder in Statements irgendwie raus, dass Sie zu der Zeit ein sehr unglückliches Kind waren. Haben Sie das? Das war ich nicht. Wir haben ja hier Zeit, dann könnte ich ein bisschen ausholen. Also ich habe, während ich für dieses Buch recherchiert habe, habe ich einen Bericht gesehen über ein kleines Kind. Das war ein Junge, ein vielleicht 11-jähriger Junge, der ein Drogenhändler war für seine Eltern. Und die Eltern sind eines Tages weg und haben 4 Kinder einfach eingesperrt in das Haus. Und dieses Kind wurde dann interviewt, ob er das denn schlimm fand, Drogenhändler zu sein. Und der hat gesagt, nein, das war alles, er hat sich stark gefühlt und selbstständig. Aber für ihn war so schlimm, dass diese Verantwortung so stark war. Das war das Einzige, was für mich sehr, sehr schwierig war als Kind, dieses Gefühl zu haben, wenn ich dieser Verantwortung nicht gerecht werde, würde ich meine Eltern enttäuschen und die Millionen von Eltern, die jeder Kinderstar hat. Dass die ganze Umwelt enttäuscht wird, so wie man eben Leute enttäuschen kann, wenn man eine Szene nicht richtig spielt. Das war das Einzige in meiner Kindheit, was schwierig war. Der Rest war ganz toll. Okay, und dann, das heißt auch dann, dass Sie Ihre Mutter das gar nicht so übel genommen haben? Nein. Dass sie so gepusht hat? Und hat sie nicht. Ich habe immer wieder versucht zu erklären, dass meine Mutter ist eine Französin, die mich leidenschaftlich geliebt hat. Und meine Mutter, ich habe mit meiner Mutter einen sehr langen Weg sind wir gegangen, bis ich wieder gelernt habe, sie zu lieben. Das war Gott sei Dank Jahre, bevor sie gestorben ist. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Cary Grant, mit dem ich auch befreundet war, hat gesagt, wenn du lernst, deine Mutter zu lieben, dann hast du gelernt, die Welt zu lieben. Und ich finde es so einen tollen Satz, der auch wirklich stimmt. Also all die Schwierigkeiten mit meiner Mutter, diese Überbelastung, die wir miteinander hatten, das war alles abgelegt, weil ich habe festgestellt, dass sie als 13-jähriges Kind etwas sehr Schlimmes erlebt hat und dass ihre Kindlichkeit und dieses Bedürfnis, immer mich zur Mutter zu machen und dass ich für alles verantwortlich war, dass es von irgendetwas kommt, was ich verstanden habe. Aber in der Rückschau dann? Ja,
Aber besser als nie. Besser als nie. Sie haben vorhin gerade gesagt, verantwortlich sein, Dinge nicht zu Ende bringen. Das war so die einzige Spannung, die Sie da als Kind hatten. Als es mit Rosenriesel dann vorbei war und aus diesem schönen Kind langsam eine junge Frau wurde, hat die deutsche Filmindustrie, kann man das so sagen, Sie fallen gelassen? Und haben Sie das damals als eigenes Versagen gewertet? Nein. Das war für mich so, wie man sagt, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Also für mich war es ja so, dass ich über Nacht einen gigantischen Busen bekommen habe, der dann auch abgewickelt wurde, um Kinder zu spielen. Und das Interessante daran war eigentlich, dass ich festgestellt habe, dass es vielleicht elementar ist, dass das, was man als inneren Erfolg wertet und das, was außen ein Erfolg ist, dass diese Dinge vielleicht nicht immer sich ineinander schließen, dass es keine Puzzleteile sind, die zusammenpassen. Und dass ich für mich als Mensch die Entwicklung so machen muss, dass ich also ganz, ganz stur und rücksichtslos, wie ich gesagt habe, das, was ich für mich wichtig finde, durchsetze. Entgegen der Umwelt, weil ich bin dann auch nicht, weil ich dieser Busen wurde freigelassen in Rom. Ich habe dann ganz viele Filme gedreht. Ich habe mich jetzt aber nicht toll gefühlt, weil die Italiener meinen Busen so schön fanden, sondern ich als Christine, als Mensch weiblichen Geschlechtes. Für mich ist es sehr wichtig, mein Augenmaß nicht zu verlieren, einfach meine Schritte zu gehen, die letztendlich eine geistige Befreiung waren. Aber woher kommt das? Also woher kommt diese immense Weitsicht? Ich glaube, man kommt so auf die Welt. Ich glaube, wir kommen mit einer Seele auf die Welt, die man weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das ist die Chance, die man hat. Mhm. Sie sind wirklich eine sehr gebildete, sehr schöne Frau, sprechen 5 Sprachen. Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Ihnen diese Berühmtheit nicht dazwischen gekommen wäre? Landschaftsarchitektin. Das haben Sie dann ja auch vor, gell? Ja. Darauf kommen wir später. Auf jeden Fall. Ich habe auch so auf meinem Balkon, alles wächst. Also wenn ich irgendwas anpflanze, wird das oft zum Urwald. Ich finde das Schönste, also für mich, jetzt, ich weiß, ich schreibe sehr, sehr gern. Ich schreibe eben auch. Aber letztendlich, also das Schönste für mich ist Architektur in allen Formen. Aber das Schönste ist Landschaftsarchitektur. Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, in diesem Jahr ist Ihr 14. Buch erschienen. Ja. Scheinweltfieber im Langen Müller Verlag. Bei den verschiedensten Rezensionen, die ich so gelesen habe, hat sich die Presse so ein bisschen schwer getan, das irgendwie einzuordnen. Das kann man auch nicht. Ja, ich sage nur was mir aufgefallen ist. Also die Münchner Zeitung hat zum Beispiel geschrieben, Christine Kaufmann packt aus, ihre Lebensbeichte, sie betrug Kurt, sie liebte heimlich einen schwulen Mann, schenkt die Gefühle her. Ist es das, eine Lebensbeichte? Nein, überhaupt nicht. Das war so ein Pressetext am Anfang. Und ich meine, jeder sieht, Sie wissen, wir haben alle eine selektive Wahrnehmung. Und natürlich in einem Buch, wo einfach sehr viel über die Wurzeln der Scheinwelt, nicht nur meine eigene Erfahrung, das geopfert werden, das heißt, meine Kindheit ist geopfert worden, wegen Ruhm. Ich habe eben, wer hat sie denn geopfert? Eine ganze Industrie. Mhm. Ich würde sagen, ich habe eben gesagt, also keiner hat sich darüber aufgeregt, dass ich mit 13 Jahren erwachsene Leute vor der Kamera geküsst habe, aber im Privatleben ist sowas verboten. Also das sind lauter Geschichten, die eben auch, ich habe eben auch über andere Kinder geschrieben, Jodie Foster, die als 11-Jährige eine Prostituierte gespielt hat, die Sachen sagt, die man als Kind eigentlich überhaupt nicht sagen darf. Drew Barrymore war mit 11 schon drogensüchtig. Ich finde es sehr interessant, wie die Gesellschaft mit Kinderstars umgeht, als ob das keine Menschen wären. Mhm. Ja. Und diese Geschichte, also diese Idee, etwas Junges, Appetitliches zu opfern, da gab es eben in der Geschichte der Menschheit Beispiele, wo man sagen würde, ja, was mir passiert ist, war nichts besonders Schlimmes. Weil früher wurden die Kinder geopfert. Kindsopfer war an der Tagesordnung in vielen Kulturen. So, nur so viel dazu. Ja. Passt es denn in unsere Zeit, in dieses Europäische, wo er eigentlich, oder nach Deutschland, oder ist es nicht eher etwas, was tatsächlich nach Amerika, wo es da, sage ich jetzt einfach mal laienhaft, noch ein bisschen brutaler zugeht? Auf jeden Fall. Also ich denke, in Europa geht man mit all diesen Dingen viel, viel sanfter um. Deswegen habe ich auch meine Erfahrung als Kinderstar light bezeichnet. Dennoch habe ich einen speziellen Blick auf das, was mit Kindern getrieben wird. Man hat ja auch die Mini-Playback-Show, die einfach eine Pädophilen-Sendung war.
Die wurde dann abgesetzt. Machen Sie keine Freunde damit jetzt, Frau Kaufmann? Das ist mir ganz egal. Okay. Aber man muss sagen, was es ist. Man weiß ja auch, dass es gibt ja große Skandale in England im Moment, dass man weiß, Pädophilie in den höchsten Kreisen wird gutiert und unterstützt und verschwiegen. Also es gibt sehr viele Dinge im Umgang mit Kindern, wobei ich eben auch sagen würde, der Überfluss, ich finde diese Internet, also diese Spiele für Kinder sind gefährlich, weil sie ihnen den Zugang zur Wirklichkeit versperren. Sie entwickeln ein Gefühl der Macht. Es macht sie grausam. Es verwässert die Empathiefähigkeit. Da sind unglaublich viele Sachen drin, auf die ich eben versucht habe, in meinem Buch aufmerksam zu machen. Die Frage ist, sehen Sie das vielleicht, weil Sie all das erlebt haben, durchschaut haben, sehen Sie das vielleicht dramatischer als der Rest von uns? Nicht dramatisch, ich sehe es klarer. Also ich sehe etwas sehr, sehr klar, wo ich denke eben normale Menschen, die nicht berühmt sind, könnten dieses Buch lesen. Erstmal um zu sagen, man braucht gar nicht berühmt werden. Oder wenn man berühmt ist, dass man einfach weiß, also berühmt sein ist eins und die Wirklichkeit ist das andere. Solange man die Wirklichkeit nicht vergisst, ist der Ruhm in Ordnung. Aber man darf es nicht Stadtleben leben. Ja, aber wo bleibt denn da die Eigenverantwortung? Also ist da nicht letztlich jeder dafür verantwortlich, wenn er sich diesem Schein so hingibt und... Natürlich ist jeder verantwortlich, aber ich denke, nehmen wir zum Beispiel das Beispiel von Michael Jackson, wenn ein Kind in so einer Welt aufwächst, ohne den wunderschönen Himmel, den ich am Chiemsee erlebt habe, ohne die Wirklichkeit der Nachkriegszeit, die sehr prägend war, wenn jemand wirklich auch zu Hause, also das habe ich auch versucht, über Tony Curtis zu erklären, wenn die Kindheit und die Wirklichkeit nicht schön ist, dann wird der Schein zur einzigen Wirklichkeit. Und dann ist alles, was diesen Schein gefährdet, lebensgefährlich, weil man will die Wirklichkeit nicht leben, man will nicht normal sein, man will ungewöhnlich sein. Aber jenseits dieser Celebrity gibt es eben eine Wirklichkeit, die toll ist, in der man alt werden kann und Falten kriegen, ohne dass man sagt, jetzt bin ich nicht mehr göttlicher. Sie haben ja 4 Jahre dafür recherchiert. Sind Sie denn dahinter gekommen, was es ist, was die Menschen da so dahin treibt, dass sie sich in solche Welten flüchten, die ihnen ja letztendlich auch überhaupt nicht gut tun, und auch der Gesellschaft nicht gut tun? Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Kunst ist der Schlüssel. Also man könnte das Beispiel von Amy Winehouse nehmen. Es gibt, wenn jemand so begabt ist, dass wenn sie den Mund aufmacht und wir hören sie und wir haben Gänsehaut, dann ist diese Begabung kein Geschenk, das nicht etwas kostet. Das heißt, in diesem Zustand, also das ist eben jenseits der bürgerlichen Norm. Begabte Menschen wurden traditionell auch mehr geschützt. Also heutzutage geht es um den roten Teppich und vielleicht ist es gar nicht mehr wichtig, begabt zu sein. Hauptsache, man ist katzelbergerhaft oder so jemand, der in dieser Scheinwelt brilliert, auch mit ihrer eigenen Begabung. Das hat aber nichts mit Begabung von Amy Winehouse zu tun, sozusagen, oder Romy Schneider. War es dann da für Sie konsequent, dass diese beiden Frauen, die Sie jetzt gerade genannt haben, gibt auch eine Kollegin andere, dann letztendlich scheitern? Sie scheitern nicht an ihrer Begabung. Nee, sie scheitern, weil der Schutzwall, der früher um diese begabten Menschen, also während Amy Winehouse gelebt hat, hat man sie fotografiert, während sie den Müll rausbringt. Sie wurde immer fotografiert. Sogar als sie sich von den Drogen gelöst hat, in Jamaica hat man sie nackt fotografiert und gesagt hat, sie hat keine schönen Brüste. Ich fand sie immer sehr schön. Ich fand sie die Schönste. Es ist mein Geschmack. Ich mag so einen Frauentyp. Ich habe mich bloß gewundert, warum jagt man so eine Frau, genau wie man Romy Schneider gejagt hat. Warum lässt man sie nicht einfach sein und wir freuen uns an ihre Begabung, ohne dass der Neid zubeißt und diese Leute zerstört? Das war es wahrscheinlich, der Neid. Ja, kann schon sein. Besteht eigentlich die Gefahr, dass eine Christine Kaufmann heute nochmal von einem Scheinweltfieber gepackt wird? Oder sind Sie da so resistent und so nein, gefährlich? Nein, ich bin jemand, der sehr wohl... Ich mag dieses Delirium der Kunst. Also für mich ist es so, ich muss bloß nicht auf der Bühne stehen und man muss mich, ich kann es auch anders genießen. Also ich bin ja jemand, dass wenn mir ein Bild gefällt, muss ich weinen. Aber nicht schluchzen, sondern so ist es. Ich kriege Gänsehaut oder so. Ich mag dieses Fieber gerne.
Aber ich weiß, dass ich mein Geschirr abwaschen muss. Ja, also ich verliere nie und das macht mir Spaß, das Bett machen. All diese Hausfrauentätigkeiten, die gleichen mich aus. Also ich werde 2014 wieder Theater spielen, eine total verrückte Rolle, die sicherlich auch dieses Delirium fordern wird. Aber ich weiß, wie ich ausgleichen kann. Ja. Aber Sie haben eingangs auch mal gesagt, dass Sie all diese Dinge wie Betten machen, Geschirr abspülen und solche Geschichten ja überhaupt nie wirklich beigebracht bekommen ich hab haben. Ich habe das selber gelernt. Weil Sie gemerkt haben, das ist wichtig, das muss man können. Ich habe mich so frei gefühlt. Ich habe plötzlich gemerkt, ich wusste nicht, wie man Schecks auslöst, als ich von Toni weg bin. Man hat mir das normale Leben nicht beigebracht, auch weil man dadurch natürlich abhängig ist. Also abhängig, Sekretäre, die Briefe schreiben und so weiter. Ich wusste eben, als ich in diesem super Luxusleben bin, dass ich dafür nichts gelernt hatte. Deswegen habe ich gedacht, lieber ins kalte Wasser springen und mir alle Sachen selber beibringen. Ja. Sie haben gerade Toni Curtis angesprochen. Ich würde auch ganz gerne nur einen kurzen Ausflug in diese Zeit machen. Mit 18 Jahren haben Sie ihn geheiratet. Ich möchte gerne die damals junge Christine Kaufmann verstehen. War das echte Liebe oder ist diese junge Frau damals doch auch dem Schein erlegen? Denn er war ja immerhin ein Megastar. Und ja, aber ich habe ja vorher schon vor allen Dingen in Italien mit ganz vielen Stars gearbeitet. Also es war nicht, dass ich glaube, er fand mich toll, weil er für mich kein Megastar war. Aber letztendlich, wenn ich im Nachhinein untersuche, warum wir uns überhaupt gefunden haben, jeder hat geglaubt, dass der andere ein Pflaster auf irgendwelche Wunden sein könnte. Also für mich war es so, ich bin in der Scheinwelt aufgewachsen und ich konnte bei ihm aufhören zu arbeiten. Er würde mich ernähren, ich würde Kinder von ihm kriegen, ich würde ein normales Hausfrauendasein auf höchster Ebene leben. Das wäre fast gut gegangen. Aber es war dann so, dass ich festgestellt habe, ich glaube, manche Menschen sind überflussgeeignet, ich aber nicht. Und ich konnte nicht in diesem Überfluss leben. Ich konnte nicht immer diese warme, schöne Puppe sein. Ich wollte irgendwie das Leben auch erleben. Und er wollte nicht normal leben. Ja, so deswegen ist es auseinandergegangen. In Ihrem Buch beschreiben Sie eine Szene, die mir persönlich wirklich sehr, die mich sehr berührt hat und sehr nahe gegangen ist. Sie beide sind in Rom spazieren. Ja. Es fängt an zu regnen. Ja. Sie werden beide klatschnass. Sie sind total glücklich, genießen es. Toni Curtis ist sauer, weil der Regen ihn getroffen hat. Und dann schreiben sie, mir tat mein Mann leid, er konnte sich nicht am Leben erfreuen. Ich hörte auf, ihn zu lieben. Das klingt eigentlich total traurig, dann, wenn so eine Liebe zu Ende geht. Wie haben Sie das empfunden? War das eine Befreiung für Sie, das zu verstehen? Also ich bin gerade in Rom, das war so interessant, darüber schreibe ich nicht, aber ich bin krank geworden. Also ich bin in dieser Zeit, als ich festgestellt habe, dass ich mich liebe, einfach krank geworden. Ich konnte nicht mehr atmen. Es war so, also ich hatte Nebenhöhlen, alles war verschlossen. Und ich habe, obwohl ich gestillt habe, wahnsinnig abgenommen. Ich habe 49 Kilo gewogen, 9 Kilo waren wahrscheinlich der Busen mit Milch. Und dann, nachdem es mir so schlecht ging, durfte ich zurück nach Amerika fliegen mit der Sekretärin und den Kindern. Es waren schon 2 Kinder. Und im Flugzeug hat sich meine Nase geöffnet. Also ich konnte wieder atmen. Und da habe ich festgestellt, also entweder ich gehe hier ein oder du suchst dir ein anderes Leben. Und deswegen, als ich weggegangen bin, habe ich ja nichts von ihm genommen. Er hat gesagt, ja, du kriegst nichts. Er hat gesagt, du kannst alles behalten. Naivität, Stolz, ja, erwachsen werden. Was alles, war das? Alles, alles. Und dass ich nicht wusste, wie viel Macht Menschen mit Geld bekommen und dass er sein Versprechen wahrmacht und mir die Kinder wegnimmt, einfach um sich zu rächen an mir. War das Rache oder tatsächlich echte Sorge? Nein. Er glaubte, dass sie die Kinder nicht ernähren können. Ja, nein, es war also schon Geld für die. Also es war, nein, es war Rache, weil man die ganze Geschichte sieht, finde ich das so unglaublich. Also jemand nimmt einer jungen Frau, die kein Geld genommen hat, sie hat gesagt, ich finde es nicht anständig, behalte alles. Und er sagt, okay, dann gehst du. Und er hat sich beschwert über mich. Er hat gesagt, die dumme Kuh, ein anderes Wort werde ich jetzt nicht nehmen. Sie hat nichts mitgenommen. Also das hat ihm eben auch gezeigt, Stolz, Freiheit und Jugend, alles Dinge, die er bereits nicht mehr hatte. Und dass er diese Kinder enterbt, ich bin so sauer auf ihn, ich finde das so kläglich. Einfach, dass man, er hätte den Kindern ein Bild von sich schenken können, ein paar Stiefel, einen Hut, er hat nichts. Und das ist furchtbar. Aber ich denke, auch er war Opfer seiner eigenen, ja,
seine eigenen Fehler. Klar, wenn man seine Vita anschaut, dann kann man vielleicht in Teilen manche Dinge verstehen, ja. Aber keinesfalls natürlich den eigenen Kindern gegenüber akzeptieren letztendlich. Alle Kinder, nicht nur meine, alle sind enterbt. Alle sind enterbt. Also das fand ich furchtbar. Aber das, klar, das ging wahrscheinlich jetzt vor allen Dingen von seiner letzten Frau, nehme ich an, aus, oder war er selber... Ja, das Cowgirl, so ja. Das Cowgirl. Aber lassen Sie uns nochmal, Sie sind dann aus Hollywood zurückgekommen, haben hier in Deutschland, ja, sind nach Deutschland zurückgekehrt. Was haben Sie denn gehofft, hier zu finden? Ich habe keine Hoffnung gehabt. Ich bin einfach gesprungen, ja. Also ich war nicht so geübt, was die Presse angeht und die Art von Presse, die sich entwickelt hatte. Also ich habe nicht gedacht, dass ich nur so viele Schläge kriege. Aber letztendlich war dadurch, dass ich in so eine Subkulturszene gekommen bin, also mit, wie gesagt, mit sehr vielen, also mit Werner Schröter und auch Günter Ahmen, den ich damals kennengelernt habe. Ich habe einfach eine verschiedene Art, eine neue Art der Männlichkeit kennengelernt. Also die meisten Männer, mit denen ich zusammen war, waren homosexuell. Und es war vor allen Dingen ein, in den ich, also verliebt ist das falsche Wort, ich habe ihn geliebt, er ist ja leider gestorben, aber es war sehr interessant, genau das Gegenteil. Also Toni war so ein Mann und auch der Kinder machte und so. Ich habe dann einen Mann gefunden, der mir alles gegeben hat, das ich eigentlich gesucht habe, also ständigen Austausch, immer intelligent, immer witzig, immer stark, den meine Schwäche nicht angewidert hat, sondern er hat mich immer aufgefangen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und das, was die Presse aus mir gemacht hat, die Häme und die Boshaftigkeit, hat mich eigentlich ein bisschen noch, ich bin eben ja immer mehr in mich selber gegangen und bin halt diesen Weg weitergegangen mit meinen Reisen nach Indien, so Abenteuerreisen. Und immer habe ich mich gesucht. Also wer bin ich, wo sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wer bin ich jenseits des Spiels? Und da habe ich schon jemand gefunden. Wen denn? Eine Frau, auf die ich mich verlassen kann. Ja. Die das alles gar nicht gebraucht hätte. Nein, es sind alles Erfahrungen. Ja. Sie haben dann in Deutschland, haben Sie gerade erzählt, mit Zadek gearbeitet, mit Schröter gearbeitet. Und dann kam eine Rolle in Monaco, Franzi, die Olga Behrens. Was hat Ihnen an dieser Rolle so gefallen? Denn da haben wir eine völlig andere Christine erlebt, die nicht beim Weinen auch noch super schön und süß ausschauen muss. Ja, also ich habe ja danach mit, oh Gott, jetzt fällt mir der Name, okay, mir fällt der Name gleich an. Ich habe relativ viele Komödien gemacht. Auch bei Zadek sind viele der Rollen komödiantisch gewesen, auch in Dramen. Ich denke, das ist eigentlich meine Spezialität, weil ich finde das Leben auch eine amüsante Tragödie, weil es ist irrsinnig komisch, auf der anderen Seite ist es endlich und deswegen ist es eine Tragödie. Aber die Olga konnte ich eben so, das war die Verkörperung meiner Lebenssicht. Wobei ich mit dem Titel auch gesprochen habe, jede Person hat einen emotionalen Schlüssel. Und ich habe gesagt, die Olga ist vor allen Dingen eins, sie ist immer neidisch, egal was passiert. Neid ist ihre Antriebskraft. Und ich fand die sehr, sehr witzig. Also es hat mir Spaß gemacht, diese Figur zu spielen. War es denn auch für Sie mal befreiend, nicht schön zu sein? Nicht schön zu sein, und sondern wegen Zahnspange der Brille und der Zahnspange. Ja, also ich denke, Harald Junke, mit dem habe ich übrigens dann auch alle möglichen Rollen gespielt. Ja, aber ich fand Olga sehr hübsch. Ein bisschen anders, aber ich fand die Olga sehr hübsch. Und haben Sie sich denn selbst gefallen? Also mit dieser ich habe nie Filme von mir gesehen. Also als Kind nicht und als Erwachsene nicht. Aber einmal habe ich das eine Folge gesehen oder einen Teil. Da war ich hier beim BR, habe ich ein Interview gemacht und ich fand es eigentlich ganz witzig. Ich habe gesagt, okay, jetzt, wo es so lange her ist, ist es schon wie eine andere Person. Und ich fand es immer interessant, dass ich als unbegabt gelte und nur schön und fad. Eigentlich war das ein Beweis fürs Gegenteil. Da passt mich dann das Zitat, was ich mal gelesen habe. Sie haben mal gesagt, ich weiß, dass ich begabt bin, ich kann aber auch gut Gulasch kochen. Ja. Heißt es dann, dass man einfach so zu sein, wie man ist, kommt in der Gesellschaft nicht gut an?
Also ich glaube, es gibt so Wellen, also zum Beispiel das Wahrhaftigsein und das Echtsein und sich dadurch auch der Lächerlichkeit preisgeben, wird in anderen Ländern mehr geschätzt. Also kürzlich gab es so ein Zitat, wo man sich aufgeregt hat. Ich habe gesagt, in England ist der Standard der Wahrhaftigkeit größer als hier. Hier ist es ja oft, dass Manieriertsein dann als begabt gilt. Was ich eben nicht so empfinde, mich langweilt das Manierierte. Obwohl es gibt natürlich gute und große Schauspieler, die mit ihrer eigenen, mit ihrem Manierismus sehr, sehr schön arbeiten. Aber ich habe da eben an, ja, es gibt Maggie Smith gedacht im Vergleich zu anderen älteren Schauspielern, die immer gleich sind. Also ich finde, dass es gibt in anderen Ländern einen anderen Maßstab. Wobei, wenn es hier stimmt, ist es gleich. Bei Monaco Franzl waren alle echt, alle. Das ist eben, wenn man die Sendung oder wenn man die Serie anschaut, jede, selbst die kleinste Figur ist irgendwie sie selbst. Und deswegen hat es auch funktioniert. Sie achten sehr auf ihre Ernährung, sind diszipliniert, sie bewegen sich viel. Ist es denn auch trotz alledem noch so, dass man das von einer Schauspielerin erwartet, ewig jung? Naja, es gibt ja viele, die sich haben liften lassen, um ewig jung auszusehen. Ich gehöre nicht dazu. Also ich finde, weil sie begnadet sind, weil sie diese Gnade, um so schön zu sein. Doch. Nein. Ich könnte auch. Also es ist so, dass ich jeden Morgen turne, weil es für mich, das ist mein Lebensgefühl. Also ich muss das, es sieht eben ausgesprochen seltsam aus, weil ich mache so eine Art indischen Tempeltanz und das Bein hoch und das andere auch. Das ist für mich, ich glaube, für mich ist Lebendigkeit, also meine eigene, wenn was immer da schön sein mag, hat nur mit Lebendigkeit zu tun. Ja. Weil ich das bei anderen Leuten auch schön finde. Ich habe so viele Puppen kennengelernt, ja, makellose Puppen. Das hat mich nie angezogen, ja. Ja, wäre es denn anders gewesen, wenn sie eben nicht von Natur aus so gesegnet gewesen wären mit der Schwäne? Können Sie sich das vorstellen, dass man in so eine Not, in Anführungszeichen, gerät, dass man sich liften lässt, die Lippen aufspritzt oder was ich, auch immer? Ich glaube, nein, ich muss Können sagen, meine Mutter, ich habe kürzlich auch in dem Buch ein Foto von meiner Mutter, da ist sie 75 und alles, der Mund, alles war, die hat auch eine viel schönere Haut, also keine Flecken und gar nichts. Mein Vater war auch gut aussehend. Also ich denke, es gibt gewisse Sachen auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht gut fühle, sehe ich auch nicht gut aus. Also ich sehe das deutlich. Also wenn es einem schlecht geht, letztendlich ist das beste Schönheitsrezept Glück. Also man versucht, also alle Dinge, die passieren im Leben, als Antriebskraft zu nehmen, um daraus zu lernen. Meine Großmutter zum Beispiel war nicht klassisch schön, aber ich fand meine Großmutter sehr, sehr anziehend. Eine sehr, mit so dicken, weißen Haaren und so eine, also ich habe Beispiele für alles gehabt. Deswegen, für mich wäre es, ist nicht, Schönheit kommt nicht in einer Form. Es gibt alle möglichen Facetten und die Leute, die mir gut gefallen, sind lebendig und meistens haben sie nichts mit einer Standardschönheit zu tun. Das heißt also, sie könnt ehrlich gesagt auch gar nicht nachvollziehen. Wir können zum Beispiel Amy Winehouse, wo viele gesagt haben, ich fand sie wunderschön, wegen der tollen großen Nase und so. Also muss halt Geschmackssache. Mhm. Sie beenden Ihr Buch mit dem Kapitel Die Überlebenskünstler. Mhm. Und Ihr Bruder wurde mal gefragt, was er an Ihnen so schätzt oder bewundert. Und dann sagte er, das, was sie überlebt hat. Heißt es, dass es die größere Kunst ist, zu überleben als zu leben? Ist vielleicht das Gleiche, aber ich glaube schon, dass mein Bruder sich teilweise eben Sorgen gemacht hat, weil bei mir ist es so, die großen Gefahren waren immer Zeiten der Konfusion, wo ich einfach geglaubt habe, als ich mich von Toni getrennt habe zum Beispiel, hat der Günther kam nach Los Angeles und in der Früh wollte ich zurück nach Deutschland, nachmittags nicht. Und er hat gesagt, Christine, du musst aufhören, so konfus zu sein. Das geht so. Ich war also sehr, bis ich einfach mal festen Boden unter meinen Füßen gefunden habe. Das war das Komplizierte in meinem Leben, einfach zu wissen, wogegen auch Geld zu behalten, Geld zu verdienen, zu strukturieren, das Bürgerliche zu erobern. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Und bei den Recherchen für mein Buch habe ich eben festgestellt, dass die großen Stars, die am besten überleben, so wie Matt Damon, der
über 40 Millionen, glaube ich, pro Film bekommt. Er sagt eben, er hat eine bodenständige Frau. Ohne sie und die Kinder könnte er den Beruf nicht ertragen und auch nicht, ja, auch nicht überleben. Unbearable, hat er gesagt, also unerträglich. Das heißt, also ihr Bruder hat da irgendwas gesehen, was Ihnen so nicht klar war? Nein, nein, er weiß es. Also er kennt mich natürlich. Mhm. Er weiß es. Mhm. Seit Ihrem 8. Lebensjahr arbeiten Sie wie ein Uhrwerk. hätten es eigentlich verdient, mal die Beine hochzulegen, Hängematte. Gibt es was bei Christine Kaufmann? Können Sie sich das überhaupt vorstellen, mal gar nichts zu tun? Aber ich habe dazwischen 5 Jahre in Marokko gelebt und da habe ich fast gar nicht gearbeitet. Ich habe aber geschrieben. Also ich würde schreiben. Schreiben ist natürlich auch eine Arbeit, aber ich habe da geforscht. Also ich denke, ich werde immer forschen. Ich finde das Leben immer interessant und ich kann mir nicht vorstellen, nichts zu tun. Aber sicherlich, also bei der Rente, die ich kriege, wird sicherlich arbeiten, ist ein Thema. Ich kann mit allen normalen Menschen sympathisieren und weiß auch, dass Arbeiten unter Umständen immer nötig sein wird, um sich zu ernähren, weil man von der Rente nicht leben kann. Das heißt also eine Notwendigkeit, um zu überleben, aber nicht, weil Sie das Gefühl haben, irgendwas nach immer ständig produzieren zu müssen. Nein, nein, gar nicht. Mhm. Haben Sie Pläne, Projekte, worauf dürfen wir uns denn freuen? Ja, also auf jeden Fall. Ich habe also lange, ich bin ja so stur auch noch dazu. Auf jeden Fall, ich wollte ein Stück spielen, wo ich eine Rolle spiele, die Margaret Rutherford gespielt hat. Also es ist nicht Miss Marple, aber es ist eine Rolle, die sie gespielt hat. Und ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich das, ja, weil das ist ein aufwendiges Stück und es sieht so aus, als ob es also 2014 im Herbst, dass ich es in Österreich spielen werde. Und da freue ich mich sehr und sobald man das ankündigen kann. Und dann habe ich schon einen Fuß. Ich habe irgendwie gesagt, es ist besser später, die komische Alte zu spielen, als die Femme Fatale. Und da habe ich schon einen Fuß in der komischen Alten. Da verraten wir natürlich jetzt noch nichts. Nein. Und jetzt wird erstmal die Urgroßmutter vorbereitet. Ja, im Herbst. Im Herbst, ja. Genau. Sie bohren Sie da eigentlich noch nach, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen? Oder nein, lassen Sie, also für mich ist es nur wichtig, dass meine Tochter Alexandra da ist, dass ich da bin, dass dieses Kind eben einfach, ja, dass Menschen da sind. Das ist nicht nur über einen Computer oder Internet oder E-Mail oder Geschenke schicken. Also ich will da sein. Ich werde dann sicherlich auch ein paar Monate eben der Enkeltochter helfen, und weil die Alexandra arbeitet. Und das kann ich mir dann schon leisten, dass ich ihr zur Seite stehen werde. Und die Gartenarchitektin, die haben wir ja auch noch vor. Ja gut, aber zuerst mal das Kind und dann sehen wir weiter mit dem Garten. Frau Kaufmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke Ihnen für die Fragen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.